Gökhan Bicici, Sie sind selbst Journalist und haben vor Ort von den Protesten in der Türkei berichtet, als auch von den Protesten am Taksimplatz in Istanbul direkt. Wie haben Sie die Berichterstattung der türkischen Medien über diese Proteste wahrgenommen? Da muss man unterscheiden voneinander. Wenn wir von den Mainstream-Medien sprechen, war das ein Desaster. In den Tagen, wo Hunderttausende von Menschen auf den Straßen waren, konnte man in zum Beispiel CNN Türk, das ist auch ein gemeinsames Projekt von CNN International mit dem türkischen großen Nachrichtensender, man konnte in diesem Fernsehkanal nur Dokumentarfilme über Pinguine sehen. Es gibt eine breite Medienlandschaft in der Türkei. Zum einen diese Mainstream-Media schon historisch eine starke Wirkung gehabt. Aber auch inzwischen in den letzten 3, 4 Jahren sind sie sehr stark unter Kontrolle der Regierung geraten. Nicht direkt, aber indirekt mit finanziellen Drohungen sowie politische Repressionen auch. Es gibt auch eine immer größer werdende Gruppe von islamistischen Medien. Den gab es auch immer. Aber in den letzten 8, 10 Jahren wurde diese Medienorgane viel größer, weil sie auch aktiv von der Regierung unterstützt wurde. Es gibt ein drittes Teil in der Medienlandschaft, das ist die Alternativmedien. Unter anderem vier sozialistisch und kurdisch ausgerichtete Tagezeitungen gibt es. Und in den letzten Jahren sind auch manche neue TV-Projekte entstanden. Unter anderem das Kanal, wo ich arbeite, das ist der IMC TV. Es wurde erst im Mai 2011 gegründet und ist ein Sammelbecken für viele Intellektuelle aus liberalen Kreisen sowie kritische Islamisten sowie Sozialisten und Kurden. Und ist auch ein professionelles TV-Channel. In dem Sinne haben wir auch mehr Glück. Aber das wichtigste Teil, was auch wirklich sehr viel Wirkung gezeigt hat und dazu gedient hat, den ganzen Zensur von der Regierungsseite überwinden zu können, waren die sozialen Medien. Die Türkei ist ein sehr junges Land mit einer sehr jungen Bevölkerung. In den letzten 5 bis 6 Jahren stieg die Zahl der Menschen drastisch, die auch täglich Internet nutzen. Vor allem die sozialen Medien, unter anderem Twitter und Facebook, sind in der Türkei sehr viel genutzt. Wenn man mal vergleicht die türkische Berichterstattung mit der deutschen Berichterstattung über diese Proteste, Sie haben das zum Teil sicherlich verfolgt, dann ist erstmal durchaus bemerkenswert, mit wie viel Sympathie große deutsche Medien diese heftigen Proteste, teils militanten Proteste gegen die türkische Regierung begleitet haben. Also so eine Sympathie kann man ja beispielsweise, wenn man sich die Proteste von Blockupy in Frankfurt anschaut oder so, die sich ja gegen die hiesige Regierungspolitik gewendet haben, nicht entdecken. Erstaunlich erstmal als Phänomen. Wie erklären Sie sich das? Das war auch eine der Argumente der Regierung. Sie haben gesagt, ja, dass die große Interesse der internationalen Medien, wie sie das Ganze mitverfolgt haben, das war einer der Beweise aus Seiten der Regierung, dass das auch ein internationaler Komplott ist gegen die Regierung, insgesamt gegen die Türkei überhaupt. Aber dass das so auf Interesse gestoßen ist, hängt auch damit ab, dass die Türkei in den letzten 10 Jahren war immer als ein Demokratiemodell für den ganzen Nahen Osten wahrgenommen. Und dieser Aufstand hat gezeigt, das ist nicht Tatsache, das ist nicht wahr. Da gab es eine reformorientierte Regierung, aber nur zugunsten der Machtübernahmeprojekt von dem Militär. Und nicht der Ziel der Regierung war nicht, die gesamte Türkei zu demokratisieren, sondern sie haben diese ganzen demokratischen Forderungen, Bedürfnisse, Defizite dafür ausgenutzt, um die Bevölkerungsteile, die auch das wirklich fordern, den Unterstützung zu kriegen, solange sie sich stark genug gefühlt haben gegen die Militär. Und das ist in den letzten 2 Jahren geschehen. Also dieser große Machtkampf zwischen dem Militär und der zivilen Regierung von AKP ist spätestens nach den Wahlen 2011 und danach die Referendum über die Verfassung. Und seit diesem Verfassungsreferendum verhaltet sich AKP viel aggressiver. Denn sie fühlen sich jetzt stark genug. Denn sie haben die Universitätenrektoraten unter Kontrolle. Sie haben jetzt inzwischen die Gerichte und das Justizministerium sowie auch das ganze Apparat unter Kontrolle. Und das alles hat mit sich gebracht, dass Erdogan sich jetzt stark gefühlt hat, um ohne irgendein Achten auch so zu agieren, wie er auch möchte, nach seiner Agenda nachgehen. Und sein Verhalten gegen diesen Widerstand war auch deswegen so aggressiv.
Und das war auch eigentlich überraschend für internationale Medien, denn es ging um einen Park. Das könnte man eigentlich auch auf andere Weise lösen. Das war ein Rückzug nach vorne eigentlich auf seitens Erdogan. Deswegen diese ganze oft unlogische Rhetorik. Denn es geht nicht nur um einen Park inzwischen, um eine ganze Reformforderung der Bevölkerung nach Demokratie, der Kurden, der Aleviten, der Jugendlichen, sowie auch der große Machtkampf in der Partei. Und ich denke auch, dass die internationalen Mächte, unter anderem EU und USA, dieses Ganze ausnutzen wollen, um Erdogan, ohne ihn in zu vernichten, aber ihn weiß zu machen, es geht nicht so, wie du das bisher gemacht hast, du musst dich ein bisschen braver verhalten, auch zur Beziehung zu Israel, zu Nahosten und. Manchmal kommt es auch zu Konfrontationen zwischen USA und Türkei, Israel und Türkei. Also USA, sowie Israel, sowie EU hat keinen B-Plan, wenn es dazu geht, wie Türkei weiterregiert wird. AKP ist immer noch deren Partner, aber ein sehr, sehr starkes AKP, sehr, sehr starkes Erdogan ist auch nicht so gut. So, deswegen wollen sie auch durch diesen ganzen Aufstand auch bewirken, dass Erdogan seine Forderung nach Macht ein bisschen zurücknimmt. Erdogan hat offensichtlich Großes vor mit der Türkei. Können Sie noch mal genauer auf seine ökonomischen Programme zu sprechen kommen? Was die Regierung Erdogan da an Plänen hat? Er hat eigentlich den Plan, so weiterzumachen wie in den letzten 10 bis 12 Jahren insgesamt. In diesen 10 Jahren wurde in der Türkei so viele Reformen unternommen, vor allem ökonomisch, in der Finanz, in der ganzen nahen Anschluss des türkischen Marktes an internationalen Märkten. Er hat fast alle Hindernisse, alle bürokratischen Hindernisse, was wir eigentlich auch als Errungenschaften der Arbeiterklasse wahrnehmen, abgeschafft. Das ganze Arbeitsmarkt fast flexibilisiert. Die Privatisierungswelle ist inzwischen abgeschlossen. AKP ist der prokapitalistischste neoliberale Partei, den die türkische Geschichte gesehen hat. Und sein islamistischer Hintergrund hat auch ihm dabei geholfen, diese ganzen Reformen ohne große Aufstände, ohne große Probleme in der Bevölkerung über den Tisch zu ziehen. Die Türkei hat auch eine sehr, sehr hohe Zufluss an Bargeld, und vor allem aus der Region, aus Saudi-Arabien, aus Katar. Man spricht von jährlich 16 Milliarden Dollar inoffiziell und unidentifizierbare Bargeld, die in die Ökonomie kommt. Und Türkei hatte auch eine Bruttowachstumsrate von über 9%. Das war so circa durchschnittlich der OECD-Länder, sogar ein bisschen darüber. Aber mit diesen ganzen rosigen Zeiten ist jetzt vorüber. Zum Teil ist es die Wachstumszahl wird dieses Jahr unter 3% sein. Das ist ein Desaster, denn wenn wir bedenken, dass Türkei keine Ökonomie wie Deutschland oder England oder Frankreich ist, also 2% ist ja für ein EU-Land schon etwas, ein sehr stabiles Wachstumsgrad, aber 3% heißt in der Praxis auch kleiner werden. Und das Außenpolitik, den er befolgt hat gegen Syrien, gegen Assad, die aggressive Außenpolitik, die aggressive Politik gegen die Kurden, nicht nur in der Türkei, auch in der Syrien, Rojava, es wird genannt, also Südwestkurdistan. Türkei hat alles darauf gesetzt, zu verhindern, dass die Kurden dort ein Statut bekommen, was sie auch nicht verhindern konnten. Die Beziehung zu Ägypten inzwischen ist ziemlich brenzlig geworden, denn an Muslims Brother sah AKP seine Schwesterpartei. Und das war auch einer der Kernpunkte der AKP-Modell in Nahosten. Doch wenn man bedenkt, die Außenpolitik in Syrien ist jetzt flop geworden. Es ist mehr als 2 Jahre her. Erdogans Außenminister sprach von 2 Monaten, dass Assad schützt. Aber es ist inzwischen mehr als 2 Jahre her und Assad hat eine stabilere Position als vor 2 Jahren. In Ägypten ist ja jetzt die aktuelle Putsch und die Schwesterpartei von AKP hat seine Machtposition verloren. Inzwischen gibt es auch Konfrontationen zwischen der Türkei und der Saudi-Arabien zur Beziehung zur ägyptischen Politik, auch Katar. Also das ist auch der Grund, es sagen auch manche ökonomische Spezialisten, das Geld ist jetzt wieder aus dem Markt, türkischen Markt rausgehen. Also ich denke, dass die Zeiten von Erdogan vorüber sind und er weiß das und er versucht das in dem zu verhindern mit einem großen Spiel, einem sehr gefährlichen Spiel. Ob seine Pläne aufgehen werden, das werden wir schon in den nächsten Wochen, Monaten sehen. Der erste Station ist ja
die Generalwahlen, Kommunalwahlen im März 2014. Das wird ein Schicksalswahl für Erdogan und seine Politik sein. Ich wollte mal auf die Islamisierung zu sprechen kommen. Es gibt ja viele Demonstranten, die so etwas sehen, wie dass Erdogan einen islamischen Gottesstaat oder so aufbauen möchte oder die Türkei umbauen möchte zum islamischen Gottesstaat. Ist das wirklich so oder was für eine Rolle spielt diese, Forcierung auf eine religiöse Moral in diesem kapitalistischen Aufbauprozess, den Sie jetzt beschrieben haben? Erdogans Partei, AKP, ist eine neoliberale, konservative Partei. Also von einem Gottesstaat Türkei reden, ist übertrieben. Aber man kann auch nicht die Gefahr sehen, dass die dass die gesamte Gesellschaft Beziehungen in der Alltag, so wie die Beziehung zwischen dem Staat und der Gesellschaft, gegen die Beziehung zwischen dem Religion und Politik, dass wir in den letzten 10 Jahren in dem Sinne einen immer islamisierten Alltag haben. Es wird nicht immer so auf harte Weise gemacht, wie die Moslembrüder in Ägypten versucht haben und fehlgeschlagen haben. Das, was sie in ein Jahr machen wollten, zieht AKP und Erdogan in fast 12 Jahren über. Und es wird auch von den ausländischen Mächten, internationalen Machtzentren auch unterstützt, weil Türkei vor allem wichtig schien als eine mildere islamische, aber demokratische Land zu sein. Aber ich denke auch, dass diese Machtzentren jetzt inzwischen wahrgenommen haben, zum Teil, was in Ägypten passiert ist und zum Teil, was jetzt in der Türkei imstande ist, dass diese Erwartung doch nicht der Realität entspricht. Denn islamistische Parteien, egal wie sie sich modern verhalten versuchen, haben keine starke historische Hintergrund an Demokratiekultur. Und soweit sie sich stark genug fühlen, dann ist es, das haben sie auch schon in der Alltag gesagt, in der Politik auch gesagt, Demokratie ist für uns ein Mittel zum Ziel. Erdogan hat auch den neuen Typus von islamistischen Politik, also neoliberal orientiert, modern orientiert, aber konservativ repräsentiert und deswegen auch stark unterstützt von vielen Mächten, nicht nur international, auch in der Türkei sogar. Das türkische Kapital hat Erdogan ziemlich stark unterstützt, weil sie auch dadurch immer stärkeren Zugang in den Außen bekommen haben. In Ägypten gibt es über 230 türkische Firmen, die große Investitionen haben. Und in den Fabriken, die durch die türkische Kapital kontrolliert wird, arbeiten 10.000 von ägyptischen Arbeitern. Nicht nur von den europäischen Medien, sondern auch von den europäischen Regierungen, auch gerade der Deutschen, hat Erdogan sicher einiges an Schelte anhören müssen für seinen harten Umgang mit den Demonstranten. Inwiefern spielen da die Beitrittsverhandlungen der Türkei in die EU auch eine Rolle als Subtext oder direkt? Ja, es spielt natürlich eine Rolle. Diese ganze Kritik seitens EU hat Erdogan und der zuständige Minister für EU-Angelegenheiten, Egemen Bağış, ziemlich kontrovers wahrgenommen, mit einer aggressiven Rhetorik, aber das war eher Ziel Innenpolitik. Diese internationale Kritik hat dazu beigetragen, dass sie zum Teil vorsichtiger geworden sind, aber insgesamt spielt die Rolle EU-Mitgliedschaft für die Türkei nicht mehr so viel wichtig wie vor fast 10 Jahren. Denn damals war auch EU-Mitgliedschaft ein Instrument in den Händen von Erdogan, um sich gegen die Militärmachtposition in den Staat durchzusetzen. Und auch viele EU-Spezialisten haben das kritisiert und gesagt, Erdogan hat uns gegen die Militär instrumentalisiert. Und soweit er sich stark genug gefühlt hat, gab es fast einen Stillstand seit den letzten 2 Jahren mit dem ganzen Verhandlungsprozess. Und erst jetzt soll man im Oktober und November einen neuen Prozess aufmachen zur Mitgliedschaft. Seit 2 Jahren ist fast nichts los. Gökhan Bicici, vielen Dank für das Gespräch. Danke, ich hoffe, es hat euch geholfen.